Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die Organisation. Wir haben es gerade tatsächlich geschafft, letzte Woche eine staatliche Anerkennung für eine Hochschule in freier Trägerschaft zu bekommen, die jetzt dezidiert nicht nur Ökonomie, sondern auch Philosophie und insgesamt die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften plural und transdisziplinär, das heißt zur Gesellschaft und ihren Fragen und Problemen hin orientiert, ins Leben zu rufen. Das war ein langer Weg, aber er mag Ihnen Mut machen, die vielleicht schon bei der einen oder anderen Organisation einer einzelnen Veranstaltung merken, welcher Gegenwind einem von einem etablierten Mainstream entgegenwehen kann. Es ist möglich, selbst komplett neue Studiengänge aufzulegen. Es braucht manchmal vielleicht ein bisschen Zeit. Tatsächlich möchte ich Ihnen heute ein bisschen Einblick geben in das, was wir in dem Studiengang praktisch im ersten Semester machen. Sie haben also Glück, Sie brauchen hier nur ungefähr anderthalb Stunden, was wir in einem 15-Punkte-Modul untergebracht haben. Und das ist die Frage der Kulturgeschichte ökonomischen Denkens. Und ich will dazu ein paar einleitende Worte sagen, wozu das Ganze dienen soll. Und Sie werden hoffentlich relativ schnell merken, dass es hier nicht einfach um eine museale Veranstaltung geht, dass Sie irgendwann wissen, ja, 1892 ist das oder jenes passiert, sondern dass es sehr aktuell ist, weil wir heute von den Grundlagen sprechen werden, die Ihrer, dem ökonomischen, also Ihrer Lehre heute, dem ökonomischen Mainstream zugrunde liegt, der selber aber im Kuhnschen Sinne paradigmatisch geworden ist, das heißt, seine eigenen Denkvoraussetzungen nicht mehr reflektiert und sie deswegen nicht an diejenigen Punkte führt, wo das heutige Denken entstanden ist, wo es umstritten war, wo es teilweise sogar noch zufällig war und Ähnliches, sondern siehe Mencio eher den Eindruck erweckt, als hätten sie es heute mit einer Art Wahrheit zu tun. Geistesgeschichtlich zu argumentieren heißt immer die Offenheit von Geschichte, die bis zur Gegenwart reicht. Ja, wenn Sie einmal sehen, dass in einem Jahrhundert, was nicht weit zurückliegt, im 19. Jahrhundert, das, was heute als normal gilt, umstritten war, dann können Sie diesen Streit auch wieder neu aufleben lassen. Ich fange an mit ein paar Bemerkungen zum ökonomischen Mainstream. Sie hatten es eben schon zitiert. Es tut mir leid, es sind einige Folien auf Englisch. Ich werde versuchen, sie relativ langsam durchzugehen, damit der ständige Wechsel jetzt der Sprachen uns nicht zu sehr im Wege steht. Gregory Mencio, Sie werden ihn kennen, wahrscheinlich nutzen Sie seine Lehrbücher auch an der Universität Hannover. Er ist aufgestiegen zu dem Bestseller in der ökonomischen Bildung. Er hat einen sehr, sehr finanzkräftigen Verlag hinter sich, ist über dieses Buch Millionär geworden und was vielleicht noch entscheidender ist, er war unter George W. Bush der Berater, also der präsidiale Berater in ökonomischen Fragen, hat sich also stark dem Politischen zugewendet, um sich dann zurückzuziehen in das Schreiben von Lehrbüchern. Wir kennen diese Tradition von demjenigen, der die Moderne als Autor der modernen Lehrbuchökonomie gilt, Paul Samuelson, der selber eben auch gesagt hat, ihm ist es eher wichtig, den Geist zu beeinflussen über ökonomische Bildung, über die Standardisierung der ökonomischen Lehre, als zum Beispiel die großen Staatsverträge Amerikas zu beeinflussen. Also Sie sehen, dass, um was es hier geht, steht in einer starken Tradition in Amerika den Kampf um die Vorherrschaft über das, wie wirtschaftlich gedacht werden soll. Und zwar nicht nur von einzelnen Eliten, sondern in der breiten Fläche einer ökonomischen Bildung, die in Amerika mittlerweile jedes einzelne Schulkind, mittlerweile jedes Kindergartenkind und alle College-Studenten erreicht. Hier also Mencio, der diese Standardisierung zusammen mit dem Council for Economic Education sehr weit getrieben hat. Und er schreibt, das ist erstmal die beruhigende Nachricht für Studierende, Economics is a science in which a little knowledge goes a long way. Economists have a unique way of viewing the world, much of which can be taught in one or two semesters. Ja, also es geht hier um die Vermittlung einer bestimmten Weltsicht, einer bestimmten Art und Weise des Denkens, die, wenn Sie in die Standardisierung der ökonomischen Bildung in Amerika mittlerweile weltweit gucken, nicht
darauf ausgerichtet ist, ihnen bestimmte Fakten beizubringen, im Gegenteil, sondern ihnen eine Art Brille aufzusetzen, durch die sie dann fortan die ganze Welt betrachten sollen. Ja, es geht hier also um Beeinflussung von Meinung, Beeinflussung von Denkmustern. Und das ist eben entscheidend, wenn wir jetzt sehen werden, dass diese Denkmuster, die heute genommen werden, eben aus dem 19. Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert entstanden sind und eine ganz gezielte Engführung eines wirtschaftlichen oder ökonomischen Blicks verursachen. Mengkiu und damit die ganze ökonomische Lehrbuchökonomie steht in einer Tradition der Chicago School. Ich will darauf nur kurz hinweisen, weil es das Pendant in der Forschung ist, was Sie in der Lehre erleben. Maßgeblich beeinflusst durch Hayek und Friedman, dann ausgeformt, insbesondere durch den Nobelpreisträger Gary S. Becker. Gary S. Becker hat selber den Titel, den programmatischen Titel für diese Wissenschaftsrichtung gewählt. Er nennt es ökonomischen Imperialismus, ist also kein Schimpfwort, sondern eine Selbstklassifikation der Chicago School. Und hier ist eine fundamentale Umstrukturierung der Wirtschaftswissenschaft Mitte des letzten Jahrhunderts begonnen worden. Entscheidend dieser Satz: Ich glaube, dass das, was die Wirtschaftswissenschaft als Disziplin von anderen Disziplinen unterscheidet, nicht ihr Gegenstandsbereich ist, sondern ihre Vorgehensweise. Heutzutage, wenn Sie Wirtschaftswissenschaften studieren, kommen Sie wahrscheinlich mit so einer vagen Idee: Ich würde gern was über Wirtschaft wissen, also über reale Vorgänge. Und das ist tatsächlich die überwiegende Definition gewesen bis Mitte des letzten Jahrhunderts, dass sich Wirtschaftswissenschaften mit einem realen Gesellschaftsbereich zu beschäftigen haben und darauf sehr unterschiedliche Perspektiven geworfen haben. Also nach der Definition ist zum Beispiel ein Marxist Wirtschaftswissenschaftler, wenn er sich mit realen wirtschaftlichen Gegebenheiten beschäftigt. Damit räumt Gary Becker auf. Und er sagt, was jetzt Wirtschaftswissenschaft definiert, ist nur noch eine ganz bestimmte Methode, nur noch eine ganz bestimmte Denkweise. Es hat nichts mit Realität zu tun, sondern es geht darum, a priori, erfahrungsunabhängig, Ihnen einen bestimmten Blick auf die Welt zu vermitteln. Und mit dieser Brille, das ist der Witz am ökonomischen Imperialismus, sollen Sie dann auf alles in der Welt blicken können. Ja, deswegen dieser Begriff ökonomischer Imperialismus. Wirtschaftswissenschaft ist nicht mehr durch einen Gegenstandsbereich definiert, sondern durch eine bestimmte Perspektive, durch eine bestimmte Brille. Und mit der sollen Sie fortan auf alles in der Welt gucken können. Wenn Soziologen unter Ihnen sind, dann werden Sie das kennen, dass es eine Ökonomisierung der Soziologie gibt. Aber es gibt eine Economics of Religion, eine Economics of Art, eine Economics of Environment, Economics of Crime and Justice. Economics of Education, das ist das, was Sie formal erleben, das ist der Bologna-Prozess, denn in den politischen Auswirkungen ist zum Beispiel aus dieser Economics of Education entstanden, die Gary Becker selbst erfunden hat und zu verantworten hat. Ich will darüber nicht sprechen, das ist die Geschichte ungefähr eben seit Mitte des letzten Jahrhunderts in der Economics of Education, ziemlich genau in den 50er Jahren, denn die Theorie des Humankapitals 1960 eingegangen in die OECD, dort in mehreren Wellen hochgespült, bis es dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gereicht hat, dann die Mainstreaming der Bildung durchzuführen unter PISA und Bologna. Es interessiert mich hier jetzt weniger, sondern ich möchte mit Ihnen noch, also historisch jetzt gesehen, einen Schritt zurückgehen. Und mich interessiert jetzt als Frage, wenn eine Weltsicht so entscheiden wird, wenn sie gar ein ganzes Fach definieren soll, dann sollte uns interessieren, was eigentlich genau diese Art Weltsicht, diesen unique way of viewing the world, überhaupt ausmacht. Man könnte jetzt meinen, dass die ökonomischen Lehrbücher davon voll wären, Ihnen das genau zu beschreiben, ist historisch zu verorten, ist methodologisch zu verorten und genau das finden Sie in ökonomischen Lehrbüchern nicht. Ökonomische Lehrbücher gehen einen anderen Weg, den Thomas S. Kuhn unter dem Begriff der paradigmatischen Wissenschaft für die Naturwissenschaften sehr gut beschrieben hat. Und er sagt, es geht nicht darum, dass Sie bewusst lernen, wie Sie auf die Welt gucken,
sondern sie lernen es durch ständige Übung. Es geht um ein unbewusstes Antrainieren von bestimmten Sichtweisen, von bestimmten Haltungen. Und sie gehen dann, wenn es gut läuft, also gut in diesem Sinne einer paradigmatischen Wissenschaft, dann gehen sie aus der Universität mit einer bestimmten Haltung, aber ohne sie jemals reflektiert zu haben und damit auch nicht in ihrer historischen Gewordenheit. Sie finden also, wenn wir zum Beispiel auf Menkyo gucken, sehr wenig Hinweise darauf, was eigentlich die moderne wissenschaftliche Haltung eines Ökonoms sein sollte. Ein interessantes Stichwort hier, to address their subject with a scientist objectivity. Wir sollen also die Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft genauso angehen, so schreibt es hier Menkyo, wie der Physiker und also die tote Materie studiert und der Biologe die lebendige Materie. Nur wenige Schritte zurück in der Geschichte würden Sie sich hier in einem Riesenstreit befinden. Ist es überhaupt möglich, das lebendige Zusammenspiel von Menschen überhaupt mit einer solchen objektiven Haltung zu beschreiben? Sie sehen die rhetorische Geschicktheit, die Menkyo, das geht das ganze Buch, hier anbringt. Ich weise nur kurz darauf hin, sagt er, to beginners it can seem odd to claim that economics is a science. Ja, also Sie haben so ein vages Gefühl, ja, vielleicht ist es nicht das, was ich wollte oder das ist ja irgendwie komisch. Und dann werden Sie halt als Anfänger abgestempelt und damit hören die Fragen auf, weil damit natürlich impliziert ist, wenn Sie weiter fortschreiten, wird sich das schon klären, warum es so sein sollte. Wichtiger der nächste Satz, the essence of science, however, is the scientific method, the dispassionate development and testing theories about the world, about how the world works. Mitleidlos distanziert, so beschreibt es Alfred Schütz als Soziologe Anfang des letzten Jahrhunderts. Ja, aber was heißt das eigentlich? Wie schaffen Sie es, einen völlig mitleidslosen, starren Blick auf die Welt zu werfen, einen Blick, wir werden es jetzt im Einzelnen gleich sehen, wo Sie es schaffen, sich emotional und auch kognitiv von den Affekten her zu distanzieren, sich nicht mehr als Teil der Welt zu sehen, in der Sie leben, sondern, so schreibt es Alfred Schütz, mit dem kühlen Gleichmut gucken, wie der Naturwissenschaftler, der das Experiment in seinem Laboratorium verfolgt. Ja, also Sie müssen es schaffen, um es ein bisschen drastisch zu sagen, davor stehen ja auch die modernen Naturwissenschaften, etwa die Neurobiologie, eine Haltung gegenüber der Wirtschaft und ihren Mitmenschen, die in dieser Wirtschaft sind, eine Haltung zu haben wie ein Biologe in einem Tierexperiment. Ja, das ist das, was von Ihnen gefordert ist. Menkyo geht nicht darauf ein, wie das jetzt passieren soll. Es ist auch nichts, was uns in irgendeiner Weise noch besonders auffallen sollte. Und genau deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen historisch zurückgehen und verschiedene Punkte in einem Schnelldurchlauf, ich hatte Ihnen das versprochen bzw. angedroht, jetzt gezielt an einige Punkte zurückgehen in der ökonomischen Geistesgeschichte, wo Menschen, Ökonomen, deutlich gemacht haben, was das eigentlich für eine Position ist. Geistesgeschichte, Geschichte ökonomischen Denkens ist hier besonders interessant. Gut, ich gehe weiter, das ist irgendwie gerade meiner Müdigkeit geschuldet, kann öfter passieren. So, also diese Frage ist jetzt, also wir gehen zurück gleich in der Geistesgeschichte, gucken uns verschiedene ökonomische Denker an, wo sie stehen, was sie zu diesem Beitrag zu leisten haben, zu dieser Frage Objektivität und Distanzierung. Hier erst noch einmal zum letzten Mal oder für langere Zeit erstmal nochmal Menkyo. Sie kennen diese Prinzipien. Sie werden beschrieben bei Menkyo etwa, aber auch bei Samuelson, bei Varian als Enduring Principles of Truth. Sie werden hier als Wahrheit dargestellt. Das finden Sie etwa bei Samuelson ganz explizit.
diese Fragen, wie guckt man jetzt auf den Menschen, das sind einige davon, werde ich jetzt in ihrer historischen Gewordenheit gleich aufzeigen. Sie kennen die, wenn Sie Ökonomie studieren, ist es jetzt nicht besonders überraschend, aber hier zum Beispiel diese Frage, Menschen antworten, Menschen reagieren auf Anreize, die heute natürlich bis in die politische Ebene vorgedrungen ist, werden wir sehen, dass sie durchaus umstritten sein kann. Ich mache jetzt mit Ihnen, wenn wir an die moderne Wissenschaft wirklich ran wollten, müssten wir zurückgehen ins 15. Jahrhundert, weil sich dort die meisten Weichenstellungen getroffen werden, dann ins 16. Jahrhundert. Ich mute Ihnen das hier nicht weiter zu, sondern mache den Sprung, der für einen Ökonomen sich irgendwie so gerade noch gehört. Dahinter gucken wir sowieso sehr selten zurück, es sei denn an einer kleinen vereinzelten Hochschule an der Mittelmosel. Also normalerweise geht man nur zurück zu Adam Smith und ich folge hier dieser Gewohnheit, gehe aber nicht zurück zum Reichtum der Nation, sondern zu der ethischen Schrift von Adam Smith aus dem Jahr 1759. Adam Smith steht vor einem Problem, wie gesagt, was Mankiw völlig selbstverständlich ist. Mankiw sagt, wir können völlig mitleidslos auf die Welt schauen. Und Adam Smith in seiner Theorie der ethischen Gefühle kann es nicht. Er schafft es nicht. Immer, wenn er auf Wirtschaft guckt, so wird in diesem Buch erstmal deutlich, dann will er mit den Menschen mitempfinden. Dann hat er bestimmte Fragen an die Wirtschaft, weil sie ihn beschäftigen. Ja, Sie kennen das bis Keynes. Keynes, die Idee in the long run, we are all dead. Diese Empörung über die Zustände der Welt, in Keynes Fall der Armut, hier in Frage der ethischen Teilnahmslosigkeit bei Smith, es regt den Ökonom auf. Ja, und ein mitleidsloser, distanzierter Ökonom kann das nicht tun. Ich will Ihnen jetzt kurz vorstellen, welchen Weg, welchen expliziten Denkweg Adam Smith aufzeigt, damit jetzt eine Abstraktion, ein Absehen von spezifischen Leiterfahrungen möglich ist. Interessant ist diese Schrift, wir werden es sehen, weil er Ihnen ein bestimmtes Motiv dafür angibt. Erstmal ist sich Adam Smith völlig klar, wenn Sie in einer Position sind, wo Sie wirtschaftlich betroffen sind, wo Sie wirtschaftlich schlecht gestellt sind, wo Sie Hunger leiden, wo Sie Krankheiten leiden, nicht krankenversichert sind, würde man im modernen Sinne mit Blick auf Amerika sagen. Wenn sich ein Mensch in einer solchen Lage befindet, so schreibt er, dann sind diese leeren Vorzüge des Reichtums nicht mehr imstande, ihm jene mühevollen Anstrengungen erträglich erscheinen zu lassen, in die sie ihn früher verstrickt hatten. Macht und Reichtum erscheinen ihm dann als das, was sie wirklich sind, als ungeheure und mühsam konstruierte Maschinen, ersonnen, um ein paar wertlose Bequemlichkeiten für körperliches Wohlbefinden zustande zu bringen. Maschinen, die trotz aller unserer Sorgfalt jeden Augenblick imstande sind, in zahllose Stücke zu zerbersten und unter ihren Trümmern ihren unglücklichen Besitzer zu zerschmettern. Sie halten zwar die Regenschauer des Sommers ab, aber nicht die Winterstürme. Sie lassen ihren Besitzer vielmehr der Angst, der Furcht und der Sorge ausgesetzt, den Krankheiten, den Gefahren und dem Tode. Diese steht 3 bis 4 Seiten vor der berühmten Aussage, die Wirtschaft sei hingeordnet wie eine Staatsmaschinerie. Ja, und diese Rede von ihm, diese überschwängliche, und wir sind nicht eher ruhig, bis wir jedes Hindernis beiseite geräumt haben, um diese Maschine in ihrem reibungslosen Lauf stören könnten. Das sind die Sätze, wenn überhaupt noch Geschichte zitiert wird, um die es geht. Also für die moderne Ökonomie geht. Wirtschaft als Mechanismus, Wirtschaft als reibungslose Maschine. Sie kennen diese Metapher. Adam Smith ist sich völlig klar darüber, dass wenn Sie ein Teil, ein leidvoller Teil dieser Wirtschaft sind, sind Sie niemals in der Lage, eine solche Vorstellung überhaupt zu machen. Und er sagt eindeutig, wenn Sie wirklich auf das Leid dieser Welt gucken, dann ist die Idee einer abstrakten Maschine, eines reibungslosen Staatsablaufs nichts mehr, wie er sie hier sagt, als etwas, was eigentlich zerborsten gehört. Wie kommt er jetzt also
vom einen zum anderen. Er fordert jetzt explizit auf, von dieser leidhaften Erfahrung Abstand zu nehmen und sie schlicht und ergreifend auszublenden. Es geht ihm jetzt um etwas, was er bemüht, um die Einbildungskraft. Ja? Also sie distanzieren sich jetzt von Erfahrung, sie bemühen eine Einbildungskraft und sagen, diese ist normalerweise in Leid und Sorge auf unsere eigene Person eingeschränkt und in ihr gleichsam eingesperrt. Und in Zeiten der Ruhe und des Wohlergehens breitet sie sich dann wieder auf alles aus, was uns umgibt. Wir sind dann entzückt von der Schönheit und Bequemlichkeit der Einrichtungen, die in den Palästen und den Haushalten der Reichen herrscht, und bewundern es, wie alles darauf abgestimmt ist, um ihre Behaglichkeit zu fördern. Ja, das geht jetzt noch in dieser blumigen Sprache weiter. Klare Denkanweisungen für die Wirtschaftswissenschaften, die dann in dem Bann von Adam Smith entstehen, zu sagen, es geht nur noch darum, auf Reichtum, auf materielles Streben zu gucken und die direkten anderen Beziehungen rauszulassen. Es ist also eine klare Abstraktion im Sinne einer negativen Abstraktion, absehen von etwas. Und er ordnet jetzt die gesamte, also er fokussiert das Denken auf diejenigen Teile der Reichen, der Schönen und des Wohlergehens. Das reicht jetzt nicht. Ja, wenn Sie auf konkreten Reichtum gucken, dann sehen Sie ziemlich vieles und auch wahrscheinlich ziemlich viel Gold und Geld, aber Sie sehen keine Maschine. Sie sehen nichts, was in diese Richtung geht. Adam Smith fällt das selber auf und geht jetzt auf eine dritte Abstraktionsebene. Er sagt, wir gucken nicht mehr auf konkreten Reichtum, wir erforschen nicht mehr den Ursprung konkreten Reichtums, sondern er sagt, wir müssen in der Einbildungskraft vermengen, ganz unwillkürlich, die Reichtümer mit der Ordnung, der regelmäßigen und harmonischen Bewegung des Systems, der Maschine, der wirtschaftlichen Einrichtung, mittels derer sie hervorgebracht wird. Sie sollen also, und Adam Smith kann es nicht genauer sagen, das liegt jetzt nicht an meiner Vortragsqualität, sondern an der Frage bei Adam Smith. Er sagte, sie müssen wie durch diesen Schleier des konkreten Reichtums hindurchgucken, um eine Art maschinelle Ordnung zu erkennen. Und dann kommt dieser berühmte Ausspruch, auf den ich gerade hingewiesen habe: Die Vervollkommnung der Verwaltung, die Ausbreitung des Handelns und der Manufaktur sind große und hochwichtige Angelegenheiten. Die Betrachtung derselben macht uns deshalb Vergnügen. Sie bilden einen Teil des großen Systems der Regierung, und die Räder der Staatsmaschine scheinen mit ihrer Hilfe sich in größerer Harmonie und mit größerer Leichtigkeit zu bewegen. Sie sehen hier also einen Denker, der versucht, aus praktisch dem alltäglichen Leben herauszutreten und eine bestimmte maschinelle Vorstellung zu entwickeln. Letztlich gelingt ihm das nur über Metaphern, indem er die Staatsmaschinerie mit einem harmonischen Ablauf der Gestirne, also Bezug nehmen auf eine andere Wissenschaft der Astronomie, diesen Vergleich zu schaffen. Die Maschinenmetapher wird nicht in der Wirtschaft begründet, sondern hier sehen wir zum ersten Mal, und wir sehen das, wie es jetzt dauernd passiert, dass man sagt, du kannst es dir in der Wirtschaft nicht vorstellen, konkret, aber es ist so wie der reibungslose Ablauf etwa der Himmelsmechanik. Auf was ich hier noch hinweisen will, ist, dass ganz interessant ist die Frage, wozu? Wozu sollen wir uns die Mühe geben? Wozu sollen wir so abstrakt denken? Wozu sollen wir lernen, nicht mehr auf konkrete Fragen des alltäglichen Lebens hinzuweisen oder diese Fragen überhaupt zu stellen? Er kommt zu einer meines Erachtens sehr überraschenden Antwort. Er ist sich ganz klar, das ist eine Täuschung. Es ist keine Wahrheit. Und diese Täuschung ist schlicht und ergreifend nützlich, denn sie ist, was den Fleiß der Menschen weckt und beständiger Bewegung hält. Sie ist es, was sie zuerst antreibt, den Boden zu bearbeiten, Häuser zu bauen, Städte und staatliche Gemeinwesen zu gründen, all die Wissenschaften und Künste zu erfinden und auszubilden, die das menschliche Leben veredeln und verschönern. Ja, also es ist nichts,
wo er jetzt sagte, wir haben eine Naturgesetzlichkeit gefunden, das passiert alles jetzt ungefähr 100 Jahre später, diese Begeisterung, sondern er weiß, es ist eine List, eine Täuschung. Und die Täuschung wird genutzt, weil die Menschen sonst nicht bereit wären, sich in diese leidvolle Wirtschaft, die jetzt anfängt, sich zu industrialisieren, hineinzugehen. Es handelt sich also um eine Wissenschaft der Täuschung, Willen, die übrigens Adam Smith interessanterweise auch schon im Unbewussten verortet. Der nächste Schritt, den ich Ihnen kurz zumuten möchte, ich weiß, es ist immer noch für der Neoklassik, Sie können sich da noch einen kurzen Moment gedulden, wir werden gleich sehen, was die Neoklassik daraus gemacht hat. Es hat Ihnen nur keinen Zweck, wenn Sie die Neoklassik im luftleeren Raum begegnen oder erleben. John Stuart Mill gibt auf die Frage, wozu das Ganze, also er beschäftigt sich jetzt auch mit negativer Abstraktion, wie es Kant genannt hatte, also mit Absehen von, Wissenschaft ist die Kunst auszublenden, immer mehr Fragen nicht zu stellen. Und hier ist jetzt eine neue Antwort, warum machen wir das? Und interessanterweise sagt er an entscheidender Stelle hier eben in diesem Essay 5, wir machen das Ganze, weil wir eine anständige Wissenschaft sein wollen. Also nicht mehr Gedankenspiele, um Leute zu täuschen, damit sie sich in die Wirtschaft einordnen, sondern er sagt, wenn wir eine vernünftige Wissenschaft sein wollen, dann müssen wir bestimmte Abstraktionen vornehmen. Anständige Wissenschaft ist jetzt schon deutlich hingerichtet bei ihm auf die Mathematik und die Mechanik. Ja, es ist also ein innerwissenschaftliches Ziel, warum Abstraktionen hier gemacht werden. John Stuart Mill, genauso wie Adam Smith, ist ein brillanter Denker und er kann Ihnen jetzt ganz genau sagen, was Sie im Denken machen sollen. Ja, und es ist eine Liste heroischer Abstraktionen, die er hier in diesem fünften Essay angibt. Ich will sie kurz mit Ihnen durchgehen, damit Sie sehen, was eigentlich jetzt alles an Fragen ausgeklammert wird, um sie auf das hinzuordnen, was die Neoklassik dann aufgreift und dann 100 Jahre später ungefähr in ihren Lehrbüchern landen wird. Sie sind jetzt nach Adam Smith, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Er hat die Abstraktionen von Adam Smith jetzt schon komplett vollzogen und er sagt, es geht sowieso nur darum, zu fragen, was eine Nation reich machen kann. Ja, Fragen von Armut beispielsweise und Ähnliches, auch von Verteilung und solche Fragen, die Ökonomen noch beschäftigt haben, fallen hier also schon im ersten Schritt raus. Nächste Stufe, klare Denkanweisung von ihm, bitte beschäftigen Sie sich nur noch mit Gesetzmäßigkeiten, the laws will regulate. Ja, also Sie gucken nur auf Reichtum, Produktion, Verteilung und Konsumtion. Und es geht Ihnen nur darum, Regelhaftigkeiten zu erkennen. Ja, Sie wissen natürlich, jetzt sind andere Ökonomen genau dagegen Sturm gelaufen. Spätestens seit 2008 werden diese Leute wieder ausgegraben. Einer davon ist Keynes, der gesagt hat, es könnte ja auch darauf ankommen, in Wirtschaftswissenschaft das Nicht-Regulierte, das Nicht-Gesetzmäßige zu erklären, zum Beispiel Krisen. Jetzt die Hinordnung, hier haben Sie das erste Mal, Sie finden das noch in alten Definitionen von Ökonomie, Sie sehen, es ist immer noch ein Objektbereich, also was er macht, hat nichts mit Gary Becker zu tun, sondern er guckt auf Wirtschaft, also auf den Riesenbereich von Wirtschaft und er schneidet jetzt mit aller Gründlichkeit immer bestimmte Teile raus und auf die soll Wirtschaftswissenschaft nicht gucken. Ja, also hier jetzt eben nur noch nützliche und knappe Ressourcen, Objekte, Ressourcenbegriff gibt es hier noch nicht, der kommt wesentlich später. Und jetzt kommt der interessante Bereich, er teilt Naturwissenschaften von Sozialwissenschaften. Und zwar in diesem Bereich, er sagte, dieses hier, nützliche und knappe Güter sich anzuschauen, das kann ja auch die Naturwissenschaft machen. Die Ingenieurwissenschaften tun ja auch nichts anderes in der Bearbeitung dieser Objekte unter bestimmten Bedingungen von Energie und Ähnlichem, was zu der Zeit schon bekannt war. Er sagt, es geht jetzt nur noch darum, die Gesetze der menschlichen Natur
darzustellen. Wir nähern uns jetzt also dem Kerngebiet der Sozialwissenschaften, die Frage nach der menschlichen Natur, und sie ist von vornherein nur noch hingerichtet auf Gesetzmäßigkeiten. Ja, also die ganze Frage von Kreativität, Innovation und sowas geht an dieser Stelle in der Wirtschaftswissenschaft raus und wird dann erst wesentlich später wiedergeboren, sozusagen. Jetzt hat er ein Problem. Er guckt auf die menschliche Natur und nicht viel ist gesetzmäßig. Es ist dort nicht so viel zu machen, in dem Sinne, als dass er seinem Ziel näher kommen könnte, das Ganze rein naturwissenschaftlich, in dem Sinne, also und hier konkret mathematisch-mechanisch zu beschreiben. Er kommt auf den nächsten Schritt und sagt, das Einzige, was ihm einer mechanischen Betrachtung zugänglich scheint, ist das Streben nach Reichtum. Hier an der Stelle 1844 haben Sie die erste Mal die Sprache vom Economic Man, der später als Homo Economicus dann mathematisiert werden wird, komme ich noch drauf. Und er ist sich ganz klar, es gibt keinen Menschen, der nur nach Reichtum strebt, sondern er schafft diesen Menschen als Abstraktionsobjekt, damit er naturwissenschaftlich in der Sozialwissenschaft denken kann. Dann merkt er auch, dass das immer noch für ihn noch zu stark ist, also oder noch zu naturwissenschaftlich zu beschreiben ist. Und dann geht er eben auf diese Frage der Produktion von Wohlstand. Ja? Der fünfte Schritt scheint mir hier erstmal der wichtigste zu sein, dass sich die Ökonomie den Menschen als nur nach Reichtum strebend aussucht, nicht, weil das mit Realität zu tun hat. Damit hat es nichts zu tun, auch wenn das seit 2008 immer wieder so diskutiert wird, als müsste man jetzt erst den Ökonomen beibringen, dass der Mensch gar nicht so sei. John Stuart Mill sagt, kein Ökonom, ich übersetze frei, sei je so blöd gewesen zu glauben, dass es diesen Menschen tatsächlich gäbe, sondern wir erfinden ihn zum Zwecke wissenschaftlichen Denkens. Sie finden eine Stelle und dann gehen wir über zu der Frage, was macht jetzt eigentlich die Neoklassik aus diesem Ganzen? Ich sagte, die politische Ökonomie, das heißt hier noch politische Ökonomie, gehe ich hier nicht drauf an, sagte, ist genauso hypothetisch wie die anderen abstrakten Wissenschaften. Die Geometrie nimmt eine willkürliche Definition der Linie, so eine Definition können Sie nicht beobachten, die können Sie sich nur denken, und genau in der gleichen Weise setzt die politische Ökonomie eine willkürliche Definition des Menschen. Also nur darum geht es. Und warum machen wir das? Weil wir so Wissenschaft betreiben wollen wie die Geometrie. Für ihn hat das eine wichtige Konsequenz, die jetzt auch irgendwie langsam wieder en vogue sozusagen wird, dass er dann eben aber auch sagt, die politische Ökonomie kann das tun, sie muss es auch tun, weil sie sonst nicht nach naturwissenschaftlichem Vorbild vonstatten geht, aber sie ist dann auch nur wahr im Abstrakten. Er schreibt, the conclusions of political economy, like those of geometry, are only true in the abstract. Yeah? This ought not to be denied by the political economist. Ja, reine abstrakte Wissenschaft, nichts mit der Realität zu tun. Wenn politische Ökonomie politische Empfehlungen abgeben will, dann muss sie diesen Abstraktionsprozess rückwärts durchlaufen und sich wieder in ihren Fragestellungen weitermachen. Ich habe sie, das gebe ich jetzt zu, relativ, so ein bisschen übers Kreuz gebrochen, an einen entscheidenden Punkt hingestellt, wo wir uns um 1844 also bewegen. Die Neoklassik ist ausgereift, dann 1892 ungefähr die meisten Schriften, 1880er Jahren. Also wir brauchen jetzt irgendwie noch 40 Jahre, um zu verstehen, was die neoklassische Ökonomie eigentlich macht. Die Neoklassiker, ich stelle gleich einigen vor, zerreißen John Stuart Mill in einem wichtigen Punkt.
dass er sagt, er sagt immer nur, wir sollen so sein wie eine Naturwissenschaft, aber er macht ja gar keine Naturwissenschaft. Wenn Sie John Stuart Mill lesen, dann sagt er immer, wir sollen rechnen wie ein Mathematiker, aber sie finden überhaupt gar keine Rechnung in seinen Büchern. Da ist ja gar nichts drin. Er versucht, sie rhetorisch davon zu überzeugen, dass sie so denken sollen, aber er tut nichts mathematisch. Ja, ihm ist jetzt schon klar, das werden die Neoklassiker übernehmen, dass sie nur eine Chance haben zu rechnen, wenn sie berechenbare Größen in der Ökonomie als Wirtschaft finden. Und deswegen konzentriert sich alles auf den Wohlstand, also auf Wealth, weil es nur dort berechenbare Größen gibt und das ist die Geldeinheit. Ja, also da hat er einen Punkt gefunden, aber er ist nicht abstrakt genug. Nächster Kritikpunkt, ganz wichtiger, was John Stuart Mill macht, ist negativ zu abstrahieren von allem, was in der Wirtschaft nicht berechenbar ist, aber er bleibt trotzdem bei einem konkreten Gegenstand, bei einem realen Gegenstand. Und das ist das Streben nach Besitz, vor allen Dingen das Streben nach Geld, vor allen Dingen das Streben nach mehr Geld. Es ist eine konkrete wirtschaftliche Erfahrung. Sie steht jetzt isoliert da, aber es bleibt ein Erfahrungsbezug. Und den werden jetzt die Neoklassiker, weil sie ein anderes naturwissenschaftliches Vorbild wählen oder das Vorbild besser ausführen wollen, diesen Bezug muss jetzt die Neoklassik durchbrechen. Die Neoklassik ist diejenige Wissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft, die nicht einfach nur mechanische Metaphern verwenden will von Wirtschaft als Maschine, sondern die tatsächlich mathematisch in der Wirtschaftswissenschaft denken will. Und das ist, wir werden sehen werden, ein himmelweiter Unterschied, ob man das programmatisch ankündigt, siehe John Stuart Mill, als ob man von Maschinen spricht, oder tatsächlich zu rechnen in der Ökonomie als Wissenschaft. Sie haben die Idee der Physik als Vorbild der Ökonomie und dann der Mathematik, haben Sie schon relativ lange diese Idee, diese göttlichen Gesetze aufzuzeigen, die eben rein mathematisch beschreibbar sind. Das geht übers, mindestens Mitte des 18. Jahrhunderts, über das gesamte 19. Jahrhundert weg. Und es erfasst nicht nur alle europäischen Länder, sondern es erfasst insbesondere auch dann Amerika. Was passiert jetzt? Zwischen 1840, wo alle davon reden, man soll doch mal werden wie ein Mathematiker und mal endlich vernünftige Gesellschaftswissenschaft betreiben, und eben den 1870er Jahren, wo, wenn Sie überhaupt noch Geschichte haben, in Ihren Lehrbüchern steht immer so, ja, man hat plötzlich diese mathematische Wahrheit, habe man überall in ganz Europa an unterschiedlichen Stellen und dann zusätzlich noch in Amerika gefunden. Ja, diese sogenannte marginale Revolution wird ja immer so gefeiert, als hätte man plötzlich überall die gleiche Wahrheit gefunden und deswegen müsse sie schon stimmen. Mein Kollege Philipp Murowski, der Geschichte der Wirtschaftswissenschaft in diesem Jahrhundert sich angeguckt hat, sagt, nee, es passiert was ganz anderes. Es ist nicht einfach ein Zufall und mit Wahrheit das nichts zu tun, sondern es hat mit der Entwicklung der modernen Physik zu tun. Die mathematischen Formeln, die Sie alle kennen in der Nutzenmaximierung, Maximierungsideen, die sind jetzt schon älter, die wurden nicht jetzt in dieser Zeit erfunden, aber was sich durchsetzt, sind Lehrbücher, physikalische Lehrbücher, die nur noch diese Arten der Berechnung über Maximierungs-, Minimierungsideen, Infinitesimalrechnung und so weiter zulassen. Ja, wir haben also einen vereinheitlichten Lehrkanon, geschichtlich bereinigt im Kuhnschen Sinne, ungefähr ab 1860, 1870. Und die frühen Ökonomen, die meisten von ihnen, so etwa Léon Valras in Frankreich, sind Ingenieure, es sind Physiker. Ja, es sind nicht Wirtschaftswissenschaftler, sowas wie John Stuart Mill oder ähnliches, sondern es sind Physiker, es sind Ingenieure, so wie bei Léon Valras, so hat zumindest Philipp Murowski stellt es so dar, die merken, dass sie nicht so, wie soll ich es jetzt höflich sagen, nicht so richtig erfolgreich in ihrem Kerngebiet sind und sich deswegen mit dieser Idee der Ausweitung der Ingenieurwissenschaften und der Berechnung auf andere Gebiete beschäftigen. Sie haben jetzt einen ganzen Bereich hier Pareto, den Sie heute noch kennen mit dieser Pareto-Optimalität.
wenn sie noch so genannt wird. Im Moment werden die historischen Namen auch aus Lehrbüchern gestrichen oder verschwinden zudem. Beispielsweise die Gosschen Gesetze heißen so heute nicht. Aber Pareto-Optimalität wird man wahrscheinlich noch kennen. Und er sagt jetzt eben, er spricht von der reinen Ökonomie, die eine Art Mechanik oder gleichwertig zur Mechanik sein soll. Und das ist jetzt hier nicht mehr mit einer reinen Analogie gemeint, sondern gemeint ist hier tatsächlich zu rechnen wie ein Physiker. Englischer Ökonom Jevons, der dann die moderne Gleichgewichtstheorie für Märkte dann insbesondere erfunden hat, über die Analogie zu den Hebelgesetzen, hat jetzt hier programmatisch noch deutlicher dieses, es müssen doch die gleichen unausweichlichen Gesetze über das menschliche Herz regieren, wie über die Brute Matter, also die Materie, die tote Materie selber. Ja, also das ist jetzt hier nicht einfach nur noch zwei, drei Leute, die ein solches Wissenschaftsprogramm betreiben, sondern es findet sich jetzt überall hier eben bei Leon Valras als französischer Ökonom und er sagt, given pure theory of economics, it must precede applied economics. And this pure theory of economics is a science which resembles the physical mathematical science in every respect. Ja, das ist also jetzt das Programm, was wir zusätzlich zu allen Abstraktionen von leidvoller Erfahrung, zusätzlich zur Abstraktion von vielen wirtschaftlichen Bereichen machen müssen. Diese Frage, was ist eigentlich eine reine Theorie? Und wie gesagt, uns kümmert das nur noch mal erinnern, warum sollen wir uns mit dieser reinen Ökonomie beschäftigen? Weil es genau die ist, die heute die gesamten Lehrbücher, also die Lehrbuchökonomie, durchzieht. Ich habe deswegen an der Stelle Leon Valras auch für den Lektürekurs ausgewählt, weil er hier jetzt sehr deutlich ist, was hat hier zu passieren. Wir werden uns das dann nachher noch genauer angucken. Er trifft eine folgenschwere und wichtige Entscheidung. Er sagt, es gibt diese Real-Type-Concepts, da meint er sowas mit, was Mill gemacht hat. Konzepte, die aus Wirklichkeit abstrahiert sind, streben nach Reichtum beispielsweise. Und er sagt, das reicht niemals aus, um mathematische Wissenschaft zu betreiben, sondern er sagt, wir abstrahieren wenige Konzepte aus Wissen, wirtschaftlicher Erfahrung, Preise, Einkommen, Angebot, Nachfrage, das ist das ungefähr, was Sie so kennen in Ihrer Lehrbuchwissenschaft. Und die werden jetzt aber nicht mehr mit Inhalten gefüllt, nicht mehr mit Erfahrungsinhalten, sondern die werden jetzt in einem völlig neuen Reich des Denkens als sogenannte Ideal-Type-Concepts wiedergeboren. Wie hat man sich das vorzustellen? Ja, mir geht es jetzt um die Zurichtung des ökonomischen Denkens, was die Lehrbücher, wie gesagt, durchweg heute verfolgen, ohne diese Wurzel zu nennen. Es ist ganz einfach. Die Anweisung ist, denken Sie überhaupt nicht mehr an Wirtschaft und wirtschaftliche Realität, sondern an was Sie zuerst denken, ist Mathematik. Was Sie schaffen müssen, ist zu sagen, Angebot ist nicht mehr etwas in wirtschaftlicher Realität, sondern Angebot ist gleich und dann kommt eine Formel. Ja, Sie reduzieren das Ganze auf Funktionen und Variable. Und Sie tun das in einer Art und Weise, dass Sie mathematische Gesetzmäßigkeiten nutzen, die es schon vor der wirtschaftswissenschaftlichen Verwendung gibt. Und aus diesem Grunde wenden Sie sich der Mechanik zu. Die Mechanik, wie gesagt, schon als Lehrbuchmechanik, wenn man so will, im Kuhnschen Sinne vollständig entwickelt, guckt auch nicht erst auf Gegebenheiten, physikalische Gegebenheiten, sondern sie ist völlig abstrakt. Sie nimmt ein bestimmtes mathematisches Vorbild und füllt das jetzt mit physikalischen Inhalten. Und genau das versuchen jetzt die Ökonomen einer nach dem anderen durchzusetzen im ökonomischen Denken. Ich will Ihnen hier Beispiele nennen. Sie sind in dem Sinne interessant, weil Sie direkt vor dem stehen, was heute moderne Nutzenmaximierung ist. Das ist ein Ausschnitt aus Irving Fisher, 1892. Das ist jetzt also ungefähr 20 Jahre später als Valras. Und er sagt Ihnen jetzt, Sie denken sich bitteschön
die Frage der Verteilung von Gütern innerhalb der Wirtschaft nicht mit irgendwas wirtschaftlichen Inhalten gefüllt, sondern Sie stellen sich das bitte vor, wie dieses physikalische Problem der Verteilung gleicher Wasserstände. Er hat nichts mit Wirtschaft zu tun, ja, sondern Sie nehmen dieses hier, das ist mathematisch berechenbar, wenn die Querschnitte der Röhren, Sie werden das kennen, gegen Null tendieren und ähnliches, also 1000 Voraussetzungen. Ja, aber Sie haben hier ein physikalisches Problem, was in dem 19. Jahrhundert vollständig gelöst ist. Ja, wenn Sie sich das erstmal völlig ohne wirtschaftlichen Inhalt vorstellen, dann haben Sie bestimmte Wasserspiegel. Hier können Sie diesen Wasserspiegel heben oder senken über diesen Mechanismus. Und was sagt die moderne Physik, wenn Sie von allen Reibungen und so weiter Abstand nehmen und von vielen Reibungsverlusten, Nebenbedingungen und so weiter, dann verteilt sich das Wasser gleich. Ja, und das kann man berechnen. Und der Irving Fisher arbeitet sich jetzt ab für dieses, also das Modell ist ihm gegeben und er versucht es jetzt mit irgendwelchen Inhalten zu füllen, die noch annähernd in eine Sprache des Wirtschaftlichen passen. Ja, aber Wissenschaft passt sich hier nicht an wirtschaftliche Gegebenheiten an, sondern es kippt jetzt vollständig in der neoklassischen Theorie. Also Sie haben bestimmte physikalische Bilder, die mathematisch berechenbar sind, und an die passen Sie die Gesellschaft an. Und das sind einfach klare Denkanweisungen, zum Beispiel diesen Wasserstand, jedem Behältnis soll der konsumierten Menge an Gütern entsprechen. Ja, und Sie fragen jetzt eben nicht mehr, ja, was soll denn das in der Realität heißen, es soll gar nichts in der Realität heißen, sondern es soll Ihnen helfen, ein abstraktes mathematisches Denken in den Wirtschaftswissenschaften einzuführen. Der Konsument wird dann zum Behältnis, er wird jetzt komplett umdefiniert, er hat auch kein Reichtumsstreben mehr oder so, sondern ja, Sie denken einen Menschen als Zisterne, also als Behältnis. Sie müssen jetzt die Volumeneinheiten er ist da nicht ganz so weit wie andere, die gleich gemerkt haben, wenn Sie hier das Geld hinschreiben, dann durchschaut jeder den Trick sofort. Deswegen wird da ein Numerär, ein Abstrakter eingeführt. Aber bei ihm ist noch klar, Sie müssen jetzt eine Skala haben, welcher Nutzen sozusagen verteilt ist. Dieser marginale Nutzen, gehe ich gleich noch drauf ein, und den berechnet er in Geldeinheiten. Wie gesagt, diese platte Analogie verschwindet bei anderen Autoren dann zunehmend. Ja, und dass Sie jetzt sehen, das ist irgendwie nichts, was irgendwie mal zufällig gemacht wird. Sie können das Ganze bei Jevons sehen, Sie können es bei Valras sehen. Es zieht sich jetzt durch die gesamte Neoklassik. Sie sagen, Sie erfinden jetzt immer kompliziertere Analogien, die immer noch berechenbar sind oder annähernd berechenbar, um bestimmte ökonomische Probleme, die es in der Realität mal gegeben hat, als völlig abstrakte Theoreme zu reformulieren. Dieses hier, Sie brauchen das jetzt nicht zu verstehen, ich wollte Ihnen es nur kurz zeigen, ich gehe jetzt auf was anderes noch näher ein. Die Frage ist natürlich, wenn Sie mehrere Güter haben, dann haben Sie unterschiedliche marginale Nutzen. Sie wollen ja nicht einfach nur wissen, wie sich Äpfel in der Wirtschaft verteilen, sondern Sie wollen wissen, wie Äpfel zu Bananen stehen und ähnliches. Und Sie müssen jetzt jeweils eine mechanische Konstruktion, eine mechanische Übertragung sozusagen finden. Das Problem hier für Irving Fisher und für andere und für Sie wahrscheinlich auch, für mich auch, um ehrlich zu sein, merkte man sehr schnell, dass man das wunderschön zeichnen kann. Es ist auch im Prinzip berechenbar, nur es wird echt kompliziert. Ja, und wie gesagt, es waren ja auch Ökonomen, die in ihrem eigenen Fach nicht immer geglänzt haben, also in den ursprünglichen naturwissenschaftlichen Fächern. Auf Deutsch, es war zu kompliziert. Das kennen Sie auch heute noch in Lehrbüchern, dass Sie sagen, ja, also man kann das mit N Gütern rechnen und mit M Konsumenten und das geht alles, aber ist ein bisschen schwierig. Und hier Irving Fisher als Erster auf den Trick zu kommen, sagen, ja, dann vereinfachen wir das Ganze und wir betrachten nur ein Behältnis, also nur einen Konsument und zwei Güter, der klassische Zwei-Güter-Fall, der dann klassisch gewordene. Ja, wenn Sie jetzt irgendwie an Lehrbücher denken, die Ökonomen unter Ihnen, dann sehen Sie, es kommt jetzt irgendwie schon so ein bisschen näher demjenigen, was heute noch übrig geblieben ist an physikalischen Problemen. Was beschreibt das Ganze hier? Sie kennen es wahrscheinlich. Sie kennen natürlich nicht mehr den Sättigungspunkt. Das hat Irving Fisher selber schon bemerkt, dass Sie da nicht gut rechnen können. Aber dieses hier kennen Sie ja als normales Nutzengebirge, Nutzenmaximierung unter der Bedingung, Nebenbedingung von Einkommensrestriktion. Das Ganze muss aber erst erfunden werden,
Es geht hier ursprünglich, was sich Irving Fischer hier vornimmt, um diese ganze Nutzenmaximierung zum ersten Mal abstrakt mechanisch zu beschreiben, ist ein mathematisches Problem, was man in die Physik übertragen hat. Sie können sich das Ganze vorstellen, es ist einfach Energieminimierung unter Nebenbedingungen. Wenn Ingenieure unter Ihnen sind, dann dürfte Ihnen das kein Problem bereiten. Diese Linien hier sind in diesem Problem nichts anderes als Linien gleicher Höhe. Vorteil von Linien gleicher Höhe, haben die gleiche potenzielle Energie. Die Lageenergie ist überall gleich. Ja, also so sind diese Linien hier beschrieben. Hier ist die potenzielle Energie überall gleich. Wenn Sie sich das jetzt als niedrigsten Punkt vorstellen, ja, ist also wie so eine Schüssel. Ja, also das sind immer Linien gleicher Höhe und die Höhe nimmt insgesamt ab, dann landen Sie hier unten wie in so einer Schüssel. Ja, können Sie sich vorstellen. Was macht jetzt eine Kugel, wenn Sie die in diese Schüssel lassen? Na, die saust da so ein bisschen rum, ja, und sie landet natürlich in diesem Punkt unten. Ja, sie schwingt noch ein bisschen hin und her, aber das ist ein mathematisch berechenbares Problem. Es geht also in diesen Punkt und wenn es hier einen Sättigungspunkt nimmt, wenn Sie den nicht rausgeben, kommt die Kugel zur Ruhe. Wenn Sie den Sättigungspunkt rausnehmen, also es gibt praktisch keinen Abschluss, dann würde sich diese Kugel einmal angestoßen, immer schneller bewegend, zu diesem Punkt weiter bewegen, der niedrigeren Energie. Was macht jetzt der Physiker, was dem Ökonomen dann sehr gefällt, weil das Ganze sonst nicht berechenbar ist oder nur in einem Punkt berechenbar? Er führt das ein, was man physikalisch Zwangsbedingungen nennt. Zusätzliche Bedingungen, bei Ihnen stehen heute Nebenbedingungen, ja, aber ursprünglich heißen die Zwangsbedingungen. Dieses hier, das ist diese Linie und Sie können sich einfach vorstellen, Sie schränken den Lauf der Kugel auf eine ganz bestimmte Bahnlinie ein. Ja, also erstmal geht die Bahn nach unten und dann geht die Bahn nach oben. Also Sie legen eine eingeschränkte Bedingung in diesen Bewegungsraum. Preisfrage, was macht die Kugel? Wenn sie auf dieser Linie geführt wird, wo kommt sie zur Ruhe? Naja, an dem Punkt, an dem die Energie am niedrigsten ist. Weil, so die mathematische Auffassung unserer Realität und unter Absehung von Nebenbedingungen und so weiter, können Sie es dann auch empirisch beobachten. Wenn Sie eine solche Zwangsbedingung finden in der Natur, was nicht selbstverständlich ist, dann kommt die Kugel zur Ruhe. Sie können Bewegung toter Materie berechnen, ja, mit Formeln. Das ist das, was dem Irving Fischer total imponiert. Und das Einzige, was er jetzt machen muss, ist, dass er sagt, er muss diese ganzen Bedingungen, die sind in der Physik komplett beschrieben, eine Interpretation geben, die so einigermaßen nach Wirtschaftswissenschaft klingt, nach der Beschäftigung des Menschen. Das ist die einzige Aufgabe, die Sie haben. Ja, und jetzt kommen Sie nicht irgendwie mit Erfahrung, und das ist vielleicht nicht so, sondern darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um genau diese Frage. Erster Punkt, den Irving Fischer bemerkt, wenn wir jetzt einfach übersetzen, dass ohne Zwangsbedingungen, also in einem Raum, sich etwas bewegt zur niedrigsten Energie, dann klingt das irgendwie so, ja, der Mensch will irgendwie sehr wenig. Also erstmal ganz egal, was es jetzt ist und so. Also da hat man dann die Mathematik umgewandelt und hat gesagt, man macht das Ganze umgekehrt und sagt, es ist ein Streben zum Punkt höchster Energie. Mathematisch wissen Sie, was das bedeutet, es ändert sich nur in der zweiten Ableitung. Alles andere bleibt gleich. Deshalb können Sie das hier machen. Erster Punkt. Aber was bewegt sich da eigentlich? Was soll das Ganze sein? Sie müssen erstmal einen Raum konstruieren. Das andere ist der völlig geometrisch abstrakte Newtonsche Raum. Er ist nur noch unterschieden zwischen Punkten unterschiedlicher Höhe. Und das werden Sie jetzt kennen. Der Mencu, der schreibt immer Pepsi und Cola dran. Das ist sträflich falsch in dem Sinne, sondern es geht hier darum, rein mathematisch Güter zu rekonstruieren. Güter, die homogen sind, die keine qualitativen Unterschiede haben, die sich alleine dazu auszeichnen, zwischen einem Mehr und einem Weniger zu unterscheiden. Er erfindet statt dem abstrakten Newtonschen Raum den Güterraum. Ja, das ist auch das, ich zeige Ihnen gleich die Analogien, die er dann entwirft. Er sagt also, hier findet eine Bewegung in einem Güterraum statt. Ja, die Auswahl zwischen verschiedenen Gütern und, weil man es sonst nicht rechnen kann, zwischen zwei Gütern. Richtig, man kann da jetzt auch Pepsi und Cola oder Pepsi und Pizza dran schreiben, aber das hat nichts mit Ihrer Pizza und Pepsi zu tun, sondern Pepsi muss denn diese Qualität eines rein homogenen Gutes erfüllen. Endlos teilbar sein, stetig differenzierbar und Ähnliches.
Nächster Punkt, den sich Irving Fisher klar machen muss, was sind jetzt diese Linien? Also wie gesagt, Höhenlinien, was soll das sein? Und er erfindet jetzt das, was Sie in Ihren Büchern finden, Indifferenzkurven. Daher kommt das. Das hat, wie gesagt, nur mit mathematischer Analogie zu tun. Er sagt, denken Sie sich bitte jetzt diese Linien als liniengleichen Nutzens. Was Nutzen ist, ist völlig egal, Hauptsache es erfüllt dieses Kriterium. Und um jetzt diese Frage der Sättigung und des höheren und niedrigen Potenzials hinzubekommen, sagt er, stellen Sie sich bitte vor, dass das hier die Linie des niedrigsten Nutzen ist und der Nutzen nach rechts oben ansteigt. Also wenn Sie ein Gebirge durchwandern, so wird Semmels noch in seinem Lehrbuch schreiben, dann steigen Sie hier auf und Sie werden erfahren, also jetzt im reinen Denken, dass Ihre Befriedigung immer weiter zunimmt, dass Sie immer mehr kriegen. Und die Bewegung, die physikalische Bewegung wird jetzt nachvollzogen. Er sagt, wenn der Mensch in Ruhe gelassen würde, dann würde hier einsteigen, würde die Menge der Konsumgüter, das ist nicht das Individuum, was daher wandert, würde sich automatisch nach rechts oben erhöhen. Auf Deutsch, ein höherer Nutzen wird automatisch einem niedrigeren Nutzen vorgezogen. Und zwar jetzt kausal mechanisch, aufgrund der mechanischen Metapher. Hierher kommt diese endlose Rede um die Idee der Nichtsättigung menschlicher Bedürfnisse. Keine Frage von realen Bedürfnissen oder ähnliches, sondern Sie können sich ja vorstellen, was passiert, wenn jetzt hier irgendwie so ein Wohlfahrtsökonom oder wie man die heute nennt oder solche Anti-Wachstumsleute und so sagen, ja, es könnte ja auch sein, dass die Menschen von sich aus befriedigt sind. Schöne Idee, nur Sie können es nicht rechnen. Ja, weil dann hätte ja der Mensch Freiheit, von sich aus zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ja, das reicht mir jetzt, das Güterbündel. Das kann aber kein Ökonom berechnen. Und es passiert auch in der modernen Mechanik nicht. Was machen Sie jetzt mit dieser, Sie werden das jetzt kennen, ich glaube, ich brauche es nicht weiter, nicht so ausführlich durchzugehen, was machen Sie zwischen dieser Linie zwischen A und B? Was ist die Zwangsbedingung, die jetzt menschliches Handeln berechenbar macht? Das andere ist ein allgemeines Streben nach immer mehr, nichts mehr, keine Abstraktion mehr wie bei John Stuart Mill, sondern eine physikalische Annahme oder eine physikalische Analogie. Was macht jetzt menschliches Handeln so berechenbar, dass Sie auf den Punkt sagen können, wo der Konsum eines einzelnen Konsumenten zur Ruhe kommt, wen er erreichen wird? Sie führen ja was ein, was dann auch vielen Kopfzerbrechen bereiten wird, das, was Sie Einkommensbedingungen heute nennen. Sie sagen, weil der Mensch hat ein bestimmtes verfügbares Einkommen und das kann er zwischen zwei Gütern aufteilen. Er muss es aufteilen, weil er sich auf der Linie bewegen muss. Er darf nicht einfach weniger ausgeben, sonst haben sie keine Berechenbarkeit. Ja, und wenn sie alles für dieses Gut hier ausgeben, dann kommen sie auf die Menge. Wenn sie alles für das andere Gut ausgeben, kommen sie auf das A. Sie werden das kennen, wie sie das einzuzeichnen haben. Und siehe da, der Mensch in seinem Konsum, in seinem Konsumentenverhalten wirkt eindeutig berechenbar. Was macht er? Er geht an die, also tangential, an die Linie, salopp gesagt, an die Indifferenzkurve des höchstmöglichen Nutzens und kommt dort zur Ruhe. Das ist die Story, die Irving Fisher erfindet und dann geht er, das Erspeichen jetzt, eben in die Nutzenmaximierung. Dann sagt er, dann kann ich es jetzt auch mathematisch berechnen. Sie sehen, der Sättigungspunkt geht jetzt raus, weil dann käme, wie gesagt, die Wirtschaft, die Konsumwahl von sich aus zur Ruhe, keine gute Idee, weil sie dann keine Zwangsbedingungen mehr brauchen. Deshalb dieser Punkt wandert jetzt raus, weil er unterschiedliche berechenbare Punkte zulassen würde. Sie sehen aber etwas anderes hier. Sie sehen diese unterschiedlichen Einkommensniveaus. Ja, also die Frage ist jetzt, was passiert, wenn Sie an Ihrer Zwangsbedingung anfangen zu manipulieren, beziehungsweise die zu ändern. Sie erinnern sich an Mencken, ne? People respond to incentives. Menschen reagieren auf Anreize. Daher kommt das Ganze. Wenn Sie ein solches Konsumgebirge haben, wie es manche Leute nennen, und diese Art der mechanischen Abstraktion verfolgen, dann sehen Sie jetzt, wenn Sie einem Menschen mehr Einkommen geben, zum Beispiel der Staat Kindergeld erhöht oder irgendwie sowas, dann wirkt das hier so, als wäre völlig berechenbar, was mit diesem Menschen passiert.
Er muss ja automatisch antworten, genauso wie eine Kugel, die auf eine andere Bahnlinie eingeordnet ist, an einem anderen Punkt zur Ruhe kommt. Die kann ja auch nicht anders. Ja, also hier diese Idee ist, diese unterschiedlichen, also diese mechanische Analogie einzuführen im Sinne einer kausalen Berechenbarkeit von menschlichem Handeln unter Veränderung der externen Variablen, wie man es mathematisch ausdrücken würde. Das war der erste Streich, den zweiten erspare ich Ihnen jetzt gerade, aber bitte tun Sie mir einen Gefallen und lernen Sie nie wieder Produktionstheorie, ohne vorher die Konsumtheorie oder sich zu erinnern, dass Sie es in der Konsumtheorie schon mal gelernt haben, die um die Wende zum 20. Jahrhundert dann verstärkt, 1910, 1920, versucht man das Ganze, die Produktionstheorie, also nochmal eine andere Story zu erfinden, aber nicht über den Konsum, sondern über die Produktion. Sie ist exakt isomorph. Sie nehmen genau die gleichen Bilder, sie nehmen die gleichen Formeln und sie erfinden nur andere Begriffe sozusagen drumherum. Sie haben jetzt, also das, was Leon Walras sagt, diese Ideal Type Concepts, haben Sie jetzt, indem Sie strikte Analogien zur Mechanik denken, immer verbunden über die Mathematik, der Raum, der mechanische newtonsche Raum, wird zum das stimmt nicht ganz, also es ist bei ihm so geschrieben, aber es wird zum Güterraum, es ist nicht einfach nur eine einzige Ware, sondern es wird zum Güterraum. Und hier kommen Sie dann eben auch darüber, die Kraft, die Idee einer vektoriellen Größe, dadurch kommt dieser moderne Grenznutzen-Begriff. Ja? Vorher gab es den nicht und danach auch niemals anders definiert. Ja? Ist also alles, was sich in dieser Welt bewegt, wenn von Grenznutzen gesprochen wird und Ähnliches, befindet sich in diesem Bereich. Vorteil, enormer Vorteil von dieser ganzen Sache ist, dass Sie sich zum ersten Mal einen Menschen konstruiert haben, der tatsächlich mechanischen Gesetzen gehorcht und Sie haben erfüllt, es ist also hoch anzurechnen, Sie haben die Idee einer rein abstrakten Wissenschaft, einer mathematischen Wissenschaft, haben Sie zum Gelingen gebracht. Ja, also es ist möglich, menschliches Handeln zu berechnen. Nur die Frage, die jetzt so ein bisschen rausgeht, ist eigentlich die alte Frage von John Stuart Mill und Adam Smith, wozu? Die Antwort liegt eindeutig noch auf der Seite von John Stuart Mill. Wir machen das Ganze, damit wir eine Wissenschaft nach naturwissenschaftlichem Vorbild sind. Und die ganze Abstraktion, die Verlust an Realität, die Distanzierung, die jetzt eingetreten ist, wird billigend in Kauf genommen, ja teilweise sogar bejubelt. Wenn Sie also Lehrbücher aufschlagen, ich werde Ihnen gleich noch zeigen, wie es jetzt in die Lehrbücher übergeht, damit will ich auch schließen, wenn Sie es in den Lehrbüchern sehen, dann haben Sie den Verlust, sozusagen, die ich Ihnen jetzt aufgezeigt habe, einen Verlust eines kompletten Wirklichkeitsbezugs. Dieses Ganze ist nur im rein Abstrakten überhaupt vorstellbar. Ja, und Sie sollen keinen Bezug mehr zu lebendigen Menschen herstellen. Wenn Sie auf die Krise der Ökonomie, in der sie sich befindet, oder Leute wie ich sagen, dass sie sich befindet, und es sind ja einige, dann wird ja heute genau dieser Realitätsverlust beklagt. Die Leute würden da nur in ihrem Elfenbeinturm sitzen und vor sich hinrechnen. Genau dieses im Elfenbeinturm sitzen und vor sich hinrechnen ist der Erfolg der neoklassischen Theorie, und zwar nach ihren eigenen Maßstäben. Das ist das, was sie wollte. Ja, es lässt sich nicht vorwerfen. Man kann nur sagen, man hat ein anderes wissenschaftliches Ziel, dann macht man auch eine andere Wissenschaft. Ja, aber diese Art von Theorie sollte zeigen, dass man mathematisch denken kann, mechanisch denken kann und wie es zu geschehen hat. Nicht mehr. Die Frage werden wir auch noch im Lektürekurs sehen, die dann Leon Walras alle beschäftigt. Ja, was ist jetzt mit der Realität? Die meisten folgen noch, oder andersrum sagt Leon Walras, sagt, ja, lass uns doch mal in Ruhe. Das ist die eine Möglichkeit. Lass uns doch in unserem Elfenbeinturm einfach mal rechnen, um der reinen Wissenschaft willen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir müssen schrittweise diese Abstraktion wieder verlassen. Wir müssen das Ganze sozusagen wieder, wie Mill es gesagt hat, in die Wirklichkeit zurückholen.
Sie haben nicht nur ein einziges Problem, aber Sie haben ein Riesenproblem durch diesen Wechsel in diese reine ideale Welt. Sie haben ja die Wirklichkeit verlassen, Sie haben diesen Sprung in die ideale Welt gemacht und Sie kommen nicht zurück. Sie können versuchen, komplizierter zu rechnen. Ja, das ist alles, was Sie jetzt an moderner Ökonomie kennen. Mir wird oft vorgeworfen, ja, keiner würde mit so vereinfachten Modellen handhaben. Ist richtig, Sie können versuchen, das jetzt immer komplexer zu machen, aber trotzdem bleibt jetzt in der Ökonomie als Wissenschaft die Sache, das, was nicht berechenbar ist und nicht berechenbar gemacht wird, bleibt bitte trotzdem weiterhin außerhalb der Wissenschaft. Man kann die Grenze der Rechnung verschieben und das versuchen natürlich jetzt auch viele Kollegen. Aber die Frage, gehen wir wirklich wieder zurück in eine Wissenschaft von John Stuart Mill oder sogar Adam Smith, wirklich sich wieder in Realitäten mit sprachlich zu beschäftigen, wird dann als bloßes Verbalgeschwirbel, wie ein Kollege neulich gesagt hat, abgetan. Der andere Weg, den Leon Wallraff freimacht, absolut faszinierend, dass er sagt, nun hören Sie doch mal auf mit dieser ganzen Sache der Theorie und ihrer Überprüfung an Realität. Er möchte gar nicht zu seiner alten Wissenschaft, den Ingenieurwissenschaften zurück, keine Analogie zu den Ingenieurwissenschaften, sondern er sagt, wir können einfach auch die Ergebnisse unserer Gedanken, die wir in diesen Welten gemacht haben, in die Wirklichkeit übertragen. Dieser berühmte Satz, wir werden ihn nachher noch lesen, not to confirm, but to apply, apply to reality. Nicht bestätigen, nicht überprüfen, sondern aus idealen Welten bestimmte Ergebnisse übernehmen und politisch anwenden. Beispiel, es kommt jetzt nicht von den Herren, sondern es ist ein aktuelles Beispiel. Sie können in solchen Idealwelten, Sie werden es in den Lehrbüchern rauf und runter tun, zum Beispiel feststellen, dass Mindestlöhne, also Sie definieren Ideal Type von Mindestlöhnen, und dass die schädlich sind. Ja, Sie kennen das, ja, also nicht marktkonform sind. Kennen solche, ich sage jetzt keinen Namen, also Sie kennen solche Diskussionen Land auf, Land ab. Ist richtig. In dem Modell, was Sie kennen, ja, dann sehen Sie immer, also Einführung von Mindest- und Höchstpreisen ist schädlich, weil die Allokation falsch ist, Pareto-Optimalität verletzt und so weiter. Wenn Sie aber jetzt sich überhaupt nicht die Mühe machen, das tatsächlich in der Realität zu überprüfen, ob die Voraussetzungen Ihres Modells überhaupt gegeben sind, dann machen Sie das, was Leon Wallraff sagt, not to confirm, but to apply. Sie machen den Sprung in die wirtschaftspolitische Beratung und sagen, mein Modell hat gezeigt, Mindestlöhne sind schädlich für Marktwirtschaft, schädlich für die Konsumenten und für die Arbeiter am Ende selber, zumindest im Durchschnitt. Und dann haben Sie ein wirtschaftspolitisches Statement. Sie haben es aber nicht empirisch überprüft. Das ist schon beispielsweise bei Leon Wallraff angelegt. Darauf will ich hier aber zum Abschluss nicht eingehen, sondern Ihnen kurz noch zeigen, zeigen, was passiert in moderner Lehrbuchökonomie. Paul Samuelson ist der Erfinder, so gilt er zumindest, als der modernen Lehrbuchwissenschaft, das wichtigste ökonomische Lehrbuch geschrieben, heute in der 19. Auflage, so ungefähr, übernommen von seinem Kollegen Nordhaus. Hier haben Sie die zweite Auflage, ist 1948 in Amerika zum ersten Mal erschienen, hier die zweite Auflage. Sie bemerken etwas. Die Mathematisierung der Wissenschaft findet statt ungefähr ab Seite 464. Ja, davor ist es eine sprachlich verfasste Wissenschaft, die mit dieser abstrakten mathematischen Theorie wenig zu tun hat. Und Sie sehen noch die physikalischen Analogien, die bemüht werden. Abbildung 3, das ist das, was ich Ihnen gerade bei Fischer gezeigt habe, gleicht einer landschaftlichen Reliefkarte. Wenn ein Wanderer einem Pfad entlang geht, der einer bestimmten auf seiner Landkarte eingezeichneten Höhenlinie folgt, wird er die Feststellung machen, dass er weder auf- noch abzusteigen braucht. Mechanische Metapher. Entsprechend freut sich der Verbraucher, der sich auf derselben Indifferenzkurve von einem Punkt zum anderen bewegt, bei wechselnder Zusammensetzung des ihm zur Verfügung stehenden Güterpakets einer stets gleichbleibenden Bedürfnisbefriedigung. Sie merken jetzt den Trick, ja? Sie denken bitteschön an die Mechanik, den meisten gruselt es jetzt schon, weil wegen Physik und Mathematik. Ja, aber sagen, wird schon so ungefähr stimmen in dem Bereich. Stimmt jetzt auch so in dieser platten Darstellung. Und so ist es jetzt bitteschön auch in der Wirtschaftswissenschaft. Aber keine Erklärung mehr über Wirtschaftswissen, über wirtschaftliche Realität. Aber Sie sehen noch die mechanische Metapher. Sie haben jetzt noch eine Chance.
und sagen, ja, warum soll ich jetzt irgendwie an Magnetspulen und was weiß ich, was alles bei Samuelson kommt, warum soll ich daran denken? Und sie könnten zumindest erahnen, wo eigentlich der Urheber dieser ganzen Denkweise ist. So werden Sie es wahrscheinlich kennen. Ah, zumindest noch einige. Ich zeige gleich, in welcher anderen Gestalt Sie es noch sehen können. Ja, das ist aber jetzt dasjenige, was zumindest in allen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also in allen Büchern, die wenigstens noch die mathematischen Quellen ihrer eigenen Wissenschaft bekannt geben, sehen Sie diese ganzen Sachen. Sie sehen, es ist klarer gezeichnet und so. Aber es ist genau das, was Irving Fisher 1892 uns als Denksportaufgabe gegeben hat, wird hier eben gefunden. Ja, also Sie haben hier diese Indifferenzkurven, Sie haben diese Budgeteinkommen und Sie haben hier dann diese optimalen Wahlpunkte. Ja, also so wird Ihnen das gesamte Konsumentenverhalten beschrieben. Sie kennen es denn, Sie können unterschiedliche Indifferenzkurven haben und so weiter, aber bei Optimalität müssen diese Indifferenzkurven dieser Art oder dieser Formung folgen. Die dritte, und damit komme ich zum Schluss, wir hatten sie auch schon, ist jetzt diese Gestalt, die sehr merkwürdige, changiert zwischen to confirm und to apply und tatsächlich eigentlich nur noch auf der Anwendungsseite ist. Samuelson verstärkt, aber auch Menkew, gibt ihnen eigentlich nur noch die gesprochene Konsequenz aus dem mathematischen Denken. Rational people think at the margin. Richtig, dieser Konsument da mit seinen Wanderer auf den Höhenlinien, daraus kann man das ableiten. Ja? Aber hier daraus ein Prinzip für die Ökonomie zu machen, ohne zu sagen, ob es sich um Beschreibung von Realität oder um ein abstraktes Modell handelt, grenzt meines Erachtens stark an eine Verantwortungslosigkeit. Ja? Dieses hier ist in ihrer Allgemeinheit als Prinzip, bei Samuelson steht hier jetzt teilweise sogar Enduring Truth, also einen dauerhaften Wahrheitsanspruch, hat dieses Ding nicht, wenn Sie sich auf wirtschaftliche Realität beziehen. Sie können natürlich Menschen glaubhaft machen, dass es ein Teil der Realität wäre. Das hat dann aber eher mit Beeinflussung von Meinungen zu tun als mit Wissenschaft. People face trade-offs, genau das Gleiche. Ja, wenn man die mechanische Metapher nimmt, dann müssen sie sich zwischen verschiedenen Güterbündeln entscheiden. Logisch. Ja, aber es ist eine völlig andere Frage, ob dieses gesamte Wirtschaft in diesen Blick rücken muss. Wie kann sowas passieren, dass dieses hier als Wahrheit am Ende auch noch über Wirtschaft oder über die gesamte Gesellschaft angepriesen oder gelehrt wird? Zumindest, es kann meines Erachtens nur passieren, über eine Geschichtsvergessenheit. Ja, und das hat Thomas Kuhn für die Naturwissenschaften ja auch sehr gut analysiert. Er sagte, jede Wissenschaft, die ihre eigenen Überzeugungen als die einzigen darstellen wollen und als Wahrheiten, also als einzig mögliche Denkweisen ansehen wollen, sollten tunlichst daran arbeiten, ihre eigene Geschichte zu vergessen. Weil ein Blick in die Geschichte, wie ich es Ihnen versuchte heute zu zeigen, macht schon deutlich, auf teilweise welchem spezifischen oder gar wackeligen Fundament das steht. Um dieses hier zu tun, um die Welt nur noch durch eine solche Brille zu sehen, ich habe Ihnen das gesagt, habe Ihnen versucht, einige Punkte aufzuzeigen, müssen Sie Ihren Blick extrem verengen auf das, was von Wirklichkeit, von wirtschaftlicher Wirklichkeit Sie überhaupt nur noch interessiert. Es gehen die wesentlichen Fragen raus, deshalb kann man sich dann auch plötzlich wieder über Gräber, Piketty und so weiter dann irgendwie wieder als Wunder aus der Taufe heben, dass man sich zum Beispiel über Verteilung, Gerechtigkeit oder über gerechte Preise oder über Schulden oder über die Frage, was ist Geld oder so, eigentlich überhaupt nur Gedanken machen könnte. Dass das als Erfolg gefeiert wird, konnte nur passieren, weil wir vorher eine solche drastische Einengung des ökonomischen Blicks hatten. Das Ganze, das habe ich Ihnen versucht am Anfang über das Beispiel von Adam Smith zu zeigen, ist nicht alleine eine kognitive Einschränkung, sondern es ist eine Einschränkung des gesamten Menschen auf diese Frage von Mitleidlosigkeit, Teilnahmslosigkeit. Ja, wenn Sie heute überlegen, was Sie so den ganzen Tag machen als Ökonom, dann würde ich annehmen, dass Sie meistens schlicht und ergreifend vor Zetteln sitzen oder ja heute vor Rechnern oder Ähnliches. Ja, aber diese Idee, in die Wirtschaft rauszugehen, ja, fragen Sie sich mal, was Sie an Ihrer Lehre haben heute, um wirklich Theorien zu testen.
um sie wirklich zu überprüfen, an Realität zu revidieren. Wenn Sie zum Beispiel sich mal überlegen, ob Sie selber mal versucht haben, Preisindex überhaupt zu machen, wenn Sie mal versucht haben, Leuten zu gucken, handeln die überhaupt nach solchen Modellen, wie ich Ihnen gezeigt habe oder so, dann stehen Ihnen relativ wenig, würde ich zumindest vermuten, hier in Hannover mag es anders sein, aber normalerweise relativ wenig Mittel zur Verfügung. Ein Problem, auf das ich hier nicht weiter eingehen will, sondern zum Schluss nur andeuten will, das große Problem, was ich sehe über diese Geschichtsvergessenheit, ist, dass sie sich Haltung unbewusst eintrainieren lassen in der ökonomischen Bildung, anstatt sich bewusst zu machen, auf welche präzise Abstraktion ihr Denken verengt werden soll. Wie gesagt, eine Abstraktion, die ihr im Ursprung nach in der Neoklassik dezidiert gar nichts mehr mit wirtschaftlicher Realität zu tun haben sollte. Vielen Dank.